droht China mit hohen Strafzöllen auf Elektroautos. Nach Angaben der Kommission könnten Einfuhren mit zusätzlich bis zu 38% belegt werden. Chinesische Hersteller profitierten von hohen Zuschüssen des Staates. Nach Auffassung der EU-Kommission sorgt das für unfairen Wettbewerb zum Nachteil europäischer Unternehmen. Noch gäbe es allerdings Spielraum für Verhandlungen mit China. Hier wird gebaut, was bei der EU-Kommission für mächtig Unmut sorgt. Hersteller von Elektroautos in China wurden monatelang untersucht. Jetzt ist man sich in Brüssel sicher, der chinesische Staat unterstützt die Unternehmen massiv. Vom Lithium für die Batterien bis zu Finanzhilfen. Der Befund? Unfaire Subventionen. Durch die droht den europäischen Herstellern von batteriegetriebenen Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Schaden. Die Reaktion für E-Autos aus China könnten in der EU bald zusätzliche Zölle anfallen. Die Kommission hat sie vorläufig festgelegt bis zu 38% in Kraft ab Anfang Juli. Es sei denn, es finde sich noch eine Lösung mit China. Von dort heißt es jetzt erst einmal, man werde dem nicht tatenlos zuschauen. Der Sprecher des Außenministeriums wirft der EU vor, die Untersuchung als Ausrede zu benutzen, um Zölle für E-Autos aus China zu erheben. Das verstoße gegen internationale Handelsregeln. Zusätzliche Zölle für aus China importierte E-Autos, das stößt nicht nur auf Zustimmung in der EU. Die Bundesregierung hat sehr stark gegen diese Zölle lobbyiert. Sie ist der Meinung, dass sie gefährlich ist für Europa, weil wir hier potenziell in einen Handelskonflikt mit China treten. Die Bundesregierung sagt heute, man wünsche sich eine einvernehmliche Lösung. Gut, dass die EU-Kommission China Gespräche anbiete. Auch aus der deutschen Autoindustrie kommt deutliche Kritik an möglichen Strafzöllen. Die Produzenten befürchten zunehmende Handelskonflikte mit China. Laut Verband der Automobilindustrie könnte der Schaden von zusätzlichen Zöllen größer sein als deren Nutzen. Zölle gegen E-Autos, die aus China kommen. Eigentlich sollen sie den europäischen Herstellern helfen. Doch ausgerechnet von ihnen kommt Kritik. Wir erleben heute einen bedauerlichen Rückschritt in der globalen Zusammenarbeit. Handelsdiskussionen muss man im Dialog führen, nicht mit Zöllen und Protektionismusspiralen. Handelsschranken gefährdeten auch Lieferketten, so die Unternehmen. Und einige heimische E-Autobauer könnten sogar selbst von den Zöllen betroffen sein, weil sie auch in China produzieren. Erst gestern hatte der Chef von Mercedes-Benz vor höheren Zöllen gewarnt. Die größten Exporteure von China nach Deutschland, zumindest momentan, ist BMW und Mercedes. Der potenzielle Nettoverlierer in so einem Spiel sehe ich eher Europa. Und in Europa die Exportnation Nummer eins, die Bundesrepublik Deutschland. China und die Autohersteller dort werfen der EU eine Behinderung des freien Handels vor. Doch es gibt auch Unterstützung für die Zollpläne. Peking verdrehe die Tatsachen, heißt es beim Institut der deutschen Wirtschaft. Diese Maßnahmen haben nichts, aber auch gar nichts mit Protektionismus zu tun. Sie sind der Versuch einer protektionistischen chinesischen Politik, nämlich indem China seine Unternehmen durch Subventionen bevorteilt, etwas entgegenzusetzen. Die deutsche Autobranche allerdings fürchtet, dass China die Hürden für das Geschäft auf seinem Markt nun ebenfalls erhöht.